Also echt beschissen mit Husten. Ich das schon mal erwähnt. Ich bin ein bisschen erkältet, jetzt wo es draußen schön warm und frühlingsmäßig wird. Hier liegen Streichhölzer. Dann mach doch mal eins an, dann stinkt's vielleicht auch nicht mehr so. Okay, das ist ein Tunnel. Mach das Ding mal aus. Ah, du, ich glaube, du musst da rein, ne? Auch wenn du nicht möchtest und auch wenn du ganz kritisch am Gucken bist schon. Du musst da rein, mein Freund. Hä, fail, Momentchen. Mir ist hier gerade was vors Spiel geploppt. So, jetzt. Und jetzt mache ich das auch richtig. So. Und jetzt wird's eklig. Weil das ist schon verdammt gruselig. Da habe ich mich erschreckt. Aber nicht nur, dass wir jetzt in einem komischen Schacht gefangen sind. Nee, nee. Wohin führt das Rohr? Ich habe kein gutes Gefühl. Na, völlig zu Recht. Ich hätte nie in das Rohr gehen sollen. Das ist Selbstmord. Ja. Es wird noch schlimmer. Da ist alles voller Scherben. Das heißt, wir kommen nur sau langsam voran, weil wir uns sonst alles aufreißen. Glassplitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Ganz langsam, sonst reiße ich mir die Arme auf. Richtig. Ich muss hier raus. Es muss einen Ausgang geben. Ja, es ist gut. Verdammtes Scheißrohr! Sean wird wegen mir sterben. Da ist ein Schmetterling. Ich folge natürlich dem Schmetterling. Warum willst du denn jetzt ein Streichholz anzünden? Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Okay. Ich habe mich nämlich mal gewundert. Also jetzt scheinbar, wenn da hinten... Kletter doch in die Richtung. Wenn da der Schmetterling ist, dann müssten wir da ja richtig sein. Das heißt, wir müssen nicht dahin, woher die Luft kommt, sondern dahin, wo sie hinweht. Also immer dahin, wo die Flamme zeigt und nicht da... wo sie von weg zeigt. Das habe ich nämlich nie ganz geblickt. So. Streichholz. Zack. Gut. Okay, das war vielleicht ein bisschen schnell. Also, dass er die Scherben halt einfach irgendwie zur Seite schiebt, weißt du? Der Idiot. Ja, ja. So, noch eins. Lang. Schon wieder. Okay, da hinten sind Funken. Ach komm, mach mal schneller. Okay, da vibriert mein Controller, wenn ich den Laufen, also den Bewegungsbumper doller reindrücke. Und er wird dann auch anfangen, Schaden zu kriegen. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil ich habe keine Lust, das nochmal zu spielen hier. Ich will es ja schaffen. Also das würde ich auf jeden Fall schaffen, weil das ist fucking Krieg. Okay. Alrighty. Da lang. Hey, das funktioniert ja tatsächlich. Man kann da unterwegs noch Sachen finden, wie einen anderen, der da schon abgekratzt ist und irgendwo in der Ecke liegt, weil er es nicht geschafft hat. Aber wir haben alles richtig gemacht. Wir sind so cool. Ja, ja. Na komm, jetzt Fullspeed.
Adrenalinschub. Wir kommen hier raus. Yay, Mann. Sau gut. Plumps. Och Gott, armer Emo. Ich gönne ihm mal einen Moment Ruhe. Und jetzt müssen wir aber leider weiter, mein Freund. Oh, nee, geht nicht. Los, los. Muss gehen. Dafür wird's jetzt lustig. Guck mal. Oh Gott, erstmal denken. Springen oder nicht springen? Scheiße. Scheiße. Ich weiß nicht mal, wohin es da geht. Möglicherweise direkt in die Hölle. Reiß dich zusammen. Los, Ethan. Ich habe sowieso keine Wahl. Es gibt keinen anderen Ausweg. Das ist richtig. Ich gebe nicht auf. Ich gehe den Weg bis zum bitteren Ende, um meinen Sohn zu retten. Gut. Okay. Das sieht aber ganz schön eng aus. Ich hätte ein bisschen Angst. Wollen wir das wirklich tun? Wollen wir das wirklich tun? Oh mein Gott! Ja, gemütlich sieht's nicht aus. Ich hätte voll Angst, dass ich da unterwegs stecken bleibe. Ah, schon wieder liegen wir am Boden und müssen aufstehen. Eieieiei. Elektrizität ist der Feind. Wir müssen da durch, weil da hinten ist der Schmetterling, da hinten geht's weiter. Ich schaue mir die einzelnen Kondensatoren lieber genau an. Wenn ich den richtigen Weg nehme, komme ich vielleicht in einem Stück durch. Okay. Oh, guck mal, da hinten können wir gehen. Wir bleiben natürlich. Ich bin so weit gekommen. Ich gebe jetzt nicht auf. Ich muss es zu Ende bringen, wenn ich Sean retten will. Ein Feld mit elektrischen Kondensatoren. Da muss ich durch, um zum Schmetterling zu kommen. Ja. Ich muss viel Blut verloren haben. Kann kaum auf. Alles klar. Er hat ja schon gesagt, er guckt sich am besten alle genau an, etc. bla bla bla. Weil wenn man sich die alle genau anguckt, dann wird einem auffallen, hey, zwischen manchen, da blitzt es ja gar nicht. Zum Beispiel da, wo wir gerade herkamen. Ich glaube, bei dem hier blitzt es auch nicht. Zumindest, hey, habe ich da nichts gesehen? Oh mein Gott. Das sind gerade echt Fingerquälereien. Verrenkungen. Okay, und jetzt den hier an der Seite. Da weiß ich aber nicht, was ich drücken soll. Ah doch, ich sehe es durch. Oh mein Gott. Ihr wollt mich echt umbringen. Also es ist echt verdammt schwer, diese ganzen Tasten zu drücken. Wer von euch eine Playse zu Hause hat, kann ja mal versuchen, das parallel mitzuspielen. Das ist echt zum Kotzen. Diese ganzen Tasten gedrückt zu halten, weil die einfach so wieder natürlich platziert sind. Okay, jetzt das ist gerade noch sehr human. Das ist durchaus noch zu ertragen. Wie so eine Raupe, voll süß.
Okay, das geht doch. Das hat aber auch ein anderes Prinzip. Gut, wir haben es fast geschafft. Ich glaube, wir müssen uns nur noch einmal geradeaus und dann sind wir durch. Da ist der Schmetterling. Yeah! Verdammt, bin ich gut. Ach, der will jetzt springen. Du Held. Hoppa! Na, gucke da. Geschafft! Wir sind Helden! Schatrinko! Der hat tatsächlich 3 Buchstaben bekommen für die Scheiße jetzt, das ist doch nicht wahr. Da hatten wir beim letzten Mal mehr und die Prüfung war viel einfacher. Oh Gott, ist das frustrierend. Kein Wunder, dass er so angepisst guckt. Oh, schöne Ruine. Was ich übrigens vorhin gemacht habe, als ich kurz pausiert habe, da als wir bei diesem Typen waren, der Comics, Cartoons geguckt hat, ich habe die Stimmen praktisch etwas lauter gedreht, beziehungsweise einfach alles andere etwas leiser, weil mich der Sound vom Fernseher von ihm irgendwie von seiner Stimme abgelenkt hat, keine Ahnung, das war mir irgendwie zu laut und deswegen habe ich das ein bisschen runtergedreht. Ist mir vorher auch schon ein paar Mal aufgefallen und jetzt habe ich das mal gemacht und ich hoffe, jetzt ist es besser. So viel dazu. Ach ja, Regen. Oh, guck mal, die Tür steht offen. Oh, dann gehen wir doch mal rein. Der ist bestimmt wieder total K.O. geschlagen hier. Dem geht's wieder total schlecht. Oh, guck mal, da liegt er. Oh, ich hatte recht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ganz ruhig. Ich muss ihm irgendwie helfen können. Er ist bewusstlos. Er blutet. Scheiße, was könnte ihm passiert sein? Wie gerät man denn in solch einen Zustand? Wir können auch gar nicht weiter laufen. Ich muss einen Arzt rufen. Ich kann ihn nicht so zurücklassen. Hey, aber der Karton steht noch auf dem Tisch. Das ist cool. Vielleicht können wir den dieses Mal ja angucken. Toll. Leg ihn neben's Bett. Oh Mann, diese Geräusche machen mich voll fertig. Die sind einfach schlecht. Guck mal, sie hat den Mund zu, ja? Sie verzieht keine Miene. Aber... Ethan? Ethan, hören Sie mich? Natürlich nicht. Hey! Ja, setz dich neben ihn. Wird bestimmt besser. Gott, Momentchen. Ihre Arme sehen schlimm aus. Ich sag Momentchen, obwohl ich den Moment schon hatte. Ja, egal. Oh ja, zieh ihn aus. Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Sie haben sehr hohes Fieber. Oh mein Gott. Furchtbar. Steh auf.